Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf Hermanns. Auf kleines Land von Kolle, den Supermapper. Ja, Verwirrung pur, normal. VIAC. Tut mir leid. Ja, die Map ist von Kolle, den Supermapper, ne? Also, wenn ihr euch die noch nicht runtergeladen habt, ne? Ich sag euch direkt ab in LS19 Mod Hub. Klick. Und spielen, dann habt ihr richtig viel Spaß, ne? Weil die ist von Kalle den Supermapper, ne? Muss man immer wieder erwähnen. Der wohnt hier im Dorf, ne? Den gehört hier die ganze Karte. Ist schon fein fitti. So, und damit der Stefan morgen früh kleines Land hat, macht der Svenny jetzt erstmal eine Folge kleines Land. Und dann schaue ich mal weiter. Muss sagen, ich bin groggy. Tut mir leid, echt, ich bin wirklich fix und groggy. Das Wochenende war anstrengend, die Woche ist im Moment anstrengend. Es ist, ich weiß nicht, ich bin platt vom Kopf her, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich jetzt schon Düngerstreu gekauft, ne? Wir müssen auch ein bisschen was sehen. Und dies und das machen, Pellets weitermachen. Aber erstmal jetzt sehen, dass der Dreschkasten da hinten fertig ist, ne? Ist ja auch mal wichtig. Wir kommen hier vorne eben weiter geradeaus. Dass wir den da hinten wegholen können, dass da endlich ein Checkhaken hinterkommt. Da müssen wir die alten Pellets fertig machen. Ja, und einen zweiten Schnitt müssen wir auch noch machen, ne? Also es ist hier viel zu tun. Es nimmt kein Ende. Drama, der gerandete Malheur, oder wie sagt man so schön. Wir haben auch einen Blinker. Endlich wieder IAC vorne. Oh, ich habe Sven noch nicht gefragt, ne? Ich muss den gleich mal in Discord schreiben, ey. Der mir diesen IAC in 22er holen kann. Ey, ich liebe ihn einfach. Ich werde Sven gleich mal fragen. Wenn ich mit dieser Aufnahme fertig bin, schreibe ich in meinem Discord an. Ich hoffe, das geht. Schön mit so Pflegepellen, weißt du, so ein Meter Querschnitt, ne? Das wäre hier schon ganz gut. Weil mit Asphalt-Trennscheiben ist nicht so mein Ding, ne? Da müssen Pflegepellen drauf. Sieht auch richtig schickifani aus, ne? Ich muss echt mal fragen. So, Abfahrt. OBGA habe ich auch die ganze Zeit nicht gefüttert, ne? Muss ich auch noch machen. Schickram. Ich fahre da jetzt mit dem Wagen hin. Wahrscheinlich brauche ich da gar nicht hinfahren. Halt mal eben kurz an. Der Helfer scheint fertig zu sein. Weil dann sparen wir uns die Juckeltour. Ja, du bist fertig. Ich muss eben Trecker ausmachen. Klar bist du fertig. Sieht man. Nee, vorwärts würde ich ganz gerne fahren. Die bröckelt auch in der größten Vorstufe, ne? Jo, guck mal. Guck, wie das eben fix hier noch weg. Und dann ist die Weizen- und Hafer-Ernte endlich abgeschlossen, ne? Es zieht sich ja doch ein bisschen, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ach! Luna! Stimmt! Ich hoffe, du guckst das Video. Wir machen mal eben Außenantrieb. Der hat gefragt wegen den Krisenschneidwerken. Ich zeig dir das eben. Da musst du auch unterteilen, ne? Du musst auch nachgucken, ne? Wegen Design und allem drum und dran. Normal kannst du die ausklappen. Kannst du mit Rapsteiler nehmen. Dann kannst du wahrscheinlich nur Raps mitdreschen. Sojaflex. Das geht wahrscheinlich nur für Soja. Oder normal, ne? Das ist so hier standardmäßig. Ich nehme eigentlich immer mit Rapsteiler. Da kann ich dann wirklich alles mit dreschen und du musst halt nachgucken. Sorry, ich bin auf den falschen Monitor gehuppt. Tut mir leid. Dass das dann so geht, aber so konfiguriere ich die immer und da kannst du alles mit dreschen. Also das ist kein Ding, ne? Aber da musst du dann halt nachgucken und dann kannst du halt hier die Marken noch auswählen, ne? Aber bis jetzt und musst halt ein bisschen gucken, ne? 6 Meter für einen kleinen Mähdrescher, das ist 7,20 Meter, das kannst du an jedem
großen Drescher dranhängen, ne? Aber wie gesagt, ich mache immer mit Rapsteile. Hier sieht das automatisch, da ist Sojaflex, die kannst du normal konfigurieren, aber dann gehen die immer, guck, hier, da geht für alles. Da geht auch für alles. Die gehen für alles, ne? Also normal müsste das auch bei dir funktionieren, ne? Ich habe die, wie gesagt, hier mit Rapsteiler. Ich finde die auch ganz cool mit Rapsteiler. Ist so mein. Ich lass die dran, ne? Weil der dann schön abschneiden kann. Brauchst du normal nicht bei diesem Zeug hier, aber ich mach das immer so. Finde ich persönlich schöner. Ist kein Muss, aber sonst gehen die eigentlich so, wenn du im Shop kaufst, überall dran, ne? Dürfte eigentlich kein Problem sein. So, Abflug zum Hof. Da kommt gerade nichts. Können wir schon mal losschießen. Wenn wir da eigentlich mal einen Chickhawk mit, da sind nochmal 5000 Weizen, ne? Satan, ey, das hat echt gut Weizen gegeben, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Richtig schicki fein. Können wir bald Schweine kaufen, ne? Ja, hier ist halt eine komische Ansicht drin, ne? Wenn ich normal gucke, gucke ich nach unten. Wenn ich weiter nach vorne gucken will, muss ich höher, ne? Das ist wohl bei diesen Dreschkasten so. Und der erste Teil der Ernte ist abgeschlossen, Leute. Perfekt. Richtig gut. Ja, ich hatte noch einen Düngerstreuer gekauft. Wir haben ja noch gar keinen Düngerstreuer gehabt, ne? In Amazone. Ich glaube, wir müssen auch noch Maisschneidwerk kaufen. Gar nicht so einfach. Sollen wir hier im Winter mal ein bisschen Holz machen? Eigentlich macht das, glaube ich, die Karte kaputt, ne? Schade wäre das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst hätten wir mal Holz machen können, aber... In meinen Augen macht, wenn man Forst macht, macht das die Karte kaputt. Oder man muss irgendwo Bäume pflanzen, dass man die dann hinterher benutzt, absägen kann oder so. Aber sonst macht das die Karte kaputt. Das Flair, in meinen Augen, ist so. Für mich persönlich. Da müssen wir hier ein paar Bäume hinsetzen. Dass wir die dann im Winter mal eben so ein, zwei, weißt du, so mit dem Blüsenmoped eben. Und dann schwupps, die Wups, aufgeladen, weg mit Zeug, ne? Oder machen eine Hackschnitzel raus, können wir auch mal. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir im Winter ein bisschen Forst machen? Ich weiß nicht, was wir sonst im Winter großartig machen sollen, also ein paar Viecher versorgen, ne? Oh, oh, oh. Bisschen vorsichtig hier sollen, ne? Gibt immer Mecker. Der steht noch. Das andere auch noch? Guck, steht noch. Ach, seht ihr gar nicht. Ich bin auch so ein Held, ey. Direkt ein Kipper kaputt gebrackelt, ey. So, das dazu. Dann müssen wir rüberheizen. Nee, wir müssen eigentlich erst die BGA befüllen. Das ist wichtiger. Obwohl, wir haben nicht so viel Silage, aber die muss da hinten eigentlich weg. Das schauen wir gleich mal. Wichtig ist, dass der Stefan mal morgen seine kleine Landfolge kriegt, ne? Wichtig ist, der da steht und weiß nicht, vor wohin, wohin bei der Tasse Kaffee. Das geht nicht. Ich sehe nichts. Komm, ich stelle ihn hier eben vor der Haustür, ne? So, eben den IBC-Container aus der Tasche raushauen. Und eben hier so ein bisschen Waschi-Waschi machen, ne? Soll ja auch schick aussehen hier vor der Tür. Deswegen. Nehmen wir ein Mauspad, ne? Kann ich ja gar nicht leiden. Weißt du, hast du IC? Okay, bist du gar nicht sauber oder was? Ist zum Morgen wieder gebraucht, aber naja. So, das haben wir schon mal. Eben den Weizen in den Hof schmeißen. Ehrlich, der JRC, ne?
Herrlich. Guck mal. Ey, perfekto. Nicht perfekt, aber ganz gut, ne? Sollen wir mal gucken, wie viel Gemüse wir schon da drin haben? Und gib uns eine Zahl. Sag an. Wie viel haben wir? 80.000? Krass. Da hätte ich nicht mitgerechnet. Nicht bei den kleinen Flächen. Guck mal, das gibt schon 825 beim Landhandel. Wenn, warte. Oh, der ist. Gib mich Zahlen. Nee, guck mal, wir müssen nur warten. Nee, wir dürfen noch nicht verklappern. Hier, da, im Frühjahr gibt's richtig Schotter. 928 soll es dafür geben. Dann fahren wir verkaufen. Ganz ehrlich. So. Abflug. Eben den Wagen zu der Primus bringen. Komm ich da rum? Ja. Hat gepasst. Oh, wir haben noch ein paar Silagebahnen. Wir könnten echt erst ein bisschen was in die BGA pfeffern, ne? Aber ich muss auch den anderen IC gleich noch umfahren, ne? Na, Mädels? Wie ist ich logge? Wo ist denn der Verkehr hin? Herrlich! Perfekt hier, ne? Guckt euch da an, schicki Freunde. Da kannst du angeln. Der Kalle hat da so eine Lachsform. Weil der gerne Lachse angelt, aber die will nicht immer nach Alaska da, ne? Deswegen hat er da so ein Gebiet angelegt. Da kannst du Lachse angeln. Finde ich eine richtig coole Sache, ne? Lachsangeln. Ich esse den zwar lieber, aber... Musst du schon mal haben, ne? Nein, dich brauchen wir. Aber ich glaube, wir können mal einen Pike Mist mitnehmen, ne? Der Stefan hat gesagt, schmeiß den Mist doch mal in die BGA. Aber bevor wir das machen, Leute, eben zu den Gewächshäusern, ne? Müssen wir doch... Oh, da muss bestimmt auch Wasser rein oder so. Lippt hier doch, wie geschnitten Brot. Na Mädels, wie ist ich logge? Ist ich logge gut? Gut. Wo ist eigentlich Bulle Henry, ne? Sobald schönes Wetter ist und Sonne, ist er drinnen an Fernsehglotzen, ne? In Gestall. Immer wieder. Kannst vergessen. Ich hab ihnen gesagt, gehen wir ein bisschen an der frischen Luft, ne? Nix. Immer in Stall. Oder geht er? So kaum oder geht? Wie? Guck mal, ist alle. Muss er unbedingt wieder auffüllen hier. Schon kommt er, glaube ich, noch raus, ne? Aber hier ist kein Mist mehr. Müssen wir den eben reintrunken. Wie sieht andere Seite aus? Sau Mist rein. Tatsache. Gut, dass wir hier lang gefahren sind. Ist ja auch schon fast leer da. Ist ja da bestimmt noch Wasser rein vorne. Da kannst du durch mit dem Feldweg brackeln, ne? Der hat aerodynamische Federung, ne? Hat der Sven da eingebaut, ne? Weil der kennt mich ja, ich brackel halt ein bisschen, ne? Weil ich hab's immer eilig. Grundsätzlich hab ich's eilig. Deswegen ist das so.
Ja, habe ich gerade gesagt. Hörst du mich zu? Oh, doch, da war Bulle Henry. Bulle Henry ist wieder da. Wie macht er einen Cookie Denton? Ja, und Bertha ist auch wieder da, ne? Die wilde Hilde. Kennt ihr die wilde Hilde? Wird zu Feuer des Tages blinken, ne? Von wegen die Sicherheit. Und einen Schub geben, ne? Und Schub. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.